Modeikone Barbie neben Trierer Abendrobe. Dieses modische Treffen der besonderen Art zeigt das Stadtmuseum Simeonstift in seiner Sonderausstellung 50 Jahre Trierer Mode, 50 Jahre Barbie. Seit Sonntag dürfen die Besucher auf Zeitreise gehen durch 5 Jahrzehnte Modegeschichte. Im Zentrum stehen Entwürfe von Studenten der Trierer Fachhochschule. Umrahmt werden die Modelle auf dem Laufsteg von mehr als 100 Barbie-Puppen in zeitgenössischen Outfits. Diese Korrespondenz zwischen den Kleidern und diesen Barbie-Outfits, das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Und natürlich, wie auch meine eigenen Erinnerungen wachgerufen werden, beispielsweise bei diesem Wandbereich Raumpatrouille Orion, eine Sendung, die ich schon ganz vergessen hatte, aber die ich früher mit großer Leidenschaft geschaut habe und die ja auch Stiltrends gesetzt hat. Neben Barbies und Cocktailkleidern informieren historische Bilddokumente und kurze Filmpassagen über Trierer Modewelt und die Trends der vergangenen 50 Jahre. Frisurenmodelle und Accessoires der 60er Jahre komplettieren die Reise in die Vergangenheit. Für die Besucher ein spannendes Erlebnis. Ja, mir gefällt die Ausstellung sehr gut. Ich finde es spannend, diesen Zusammenschnitt zu sehen von Puppen und Realmodellen und ein bisschen Hintergrund an Geschichte dazu zu sehen. Es sind eigentlich so die Reminiszenzen an die jüngeren Jahre, als man noch sozusagen Fashion-Victim war. Also es ist sehr interessant, auf jeden Fall. Es ist eine Horizonterweiterung. Zumal diese Barbie-Puppen, man selber gar nicht wusste, dass diese Puppe schon so lange existiert, seit 50 Jahren. Ich meine, sowas kennt man gar nicht so viel von Trier eigentlich, dass sie sich so speziell auf Mode bezieht auch. Deswegen ist es schon was Außergewöhnliches. Auf jeden Fall. Und dass auch die Barbie jetzt die langen Jahre einfach mitgegangen ist mit der Mode, das finde ich auch toll. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. August 2009 im Stadtmuseum zu sehen.